Was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einem Set-Review zu dem neuen Booster Secrets of Eternity. Ich werde über ein paar interessante Karten gehen und ein paar Karten besprechen, die vielleicht gefragt sein werden, und mir das ganze Set einfach mal genauer anschauen. Es war ja gerade Sneak dieses Wochenende und vielleicht habt ihr ein paar Karten und wisst noch nicht genau, was ihr mit denen anfangen sollt, ob die was können, ob die wertvoll sind. Deswegen das Video jetzt. Fangen wir mal an mit den Commons. Es gibt 48 Commons in dem Set mit den Shotprints. Als erstes haben wir da Go Golem Goldform. Die meisten denken sich halt bestimmt, der ist Crap, aber wir haben halt Moksha One und der spielt Rockstun. Da habe ich halt die Karte gesehen und fand, die hat vielleicht Potenzial in dem Deck. Sein Effekt ist halt, kann nicht genommelt werden, muss gespecialt werden von der Hand, indem du ein Go Monster opferst. Und seine ATK bekommt, wird halt zu der doppelten ATK von dem Monster, das du halt wegopferst. Jeglicher Kampfschaden, den dein Gegner erhalten würde von dieser Karte, wird halt halbiert. Und einmal pro Runde, egal in welcher, wenn ein Monster-Effekt sich auf dem Spielfeld deines Gegners aktiviert, kannst du ihm, also Go Gold Golem, 1500 ATK verlieren lassen und den Effekt negieren. Ist halt perfekt für Rockstun, weil Rockstun halt negiert alles. Und ist halt Erde, Level 4 und Rock. Besser geht's nicht. Und Go Monster, das man spielen würde, dann ja dieser 2000er. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Ich glaube Go Golem nur. Oder Go Riese. Der kann halt 4 Sterne, 2000. Wenn er beschworen wird, kannst du ein Go Golem aus dem Grave specialen. Also ein Go Monster. Und dann kannst du halt mit ihm auf Rang 4 gehen, zum Beispiel. Hat halt 2000 ATK. Also würde Gold Golem 4000 ATK haben und könnte zweimal negieren. Hat meiner Meinung nach echt Potenzial. Müssten wir mal uns genau anschauen. So, mein Geheimtipp für alle Rockstun-Spieler da draußen. Dann die nächste Karte ist Dragoonity Divine Lance. Dragoonity Support ist interessant. Also der Effekt ist, du rüstest es auf ein Dragoonity Monster aus. Es bekommt ATK in Höhe des Levels mal 100 und ist von Fallenkarten unberührt. Während deiner Main Phase kannst du einen Dragoonity Dragon Tuner von deinem Deck an das Monster ausrüsten. Den Effekt von der Lanze kannst du halt nur einmal pro Runde aktivieren, nutzen. Ich kenne mich jetzt mit Dragoonity nicht so gut aus, aber irgendwas aus dem Deck Special ist eigentlich immer gut. Und ich hoffe, das supportet das Deck ein bisschen. Dann die nächste Karte ist Extranet. Wenn ein Monster aus dem Extra Deck speziell beschworen wird, kann der Gegner, von dem der das Monster beschworen hat, eine Karte ziehen. Ganz interessanter Effekt, finde ich. Und ich weiß noch nicht wie, aber könnte irgendwie nützlich sein. Aber auf jeden Fall interessant. Zum Beispiel sind ja Pendulum-Monster ja auch Spezialbeschwörungen aus dem Extra-Deck. Also, keine Ahnung, irgendwann vielleicht in 2, 3, 4 Jahren, wenn es nur noch Pendulum-Monster gibt, dann wird die Karte vielleicht gespielt. Und die ist halt Shortprint, also wer weiß, vielleicht ist das nächste Emptiness oder so in ein paar Jahren. Dann zu den Fallen. Blaze Accelerator Reload. Ich kenne mich mit denen so gar nicht aus, aber ich habe gehört, die soll echt gut sein und dem Archetype echt Support geben, also die Karte. Dann haben wir eine neue Karte für Clifford. Ihr eigenes Skilldrain. Wenn ein Monster normal oder flip beschworen wird und das Level 4 oder weniger ist, wird sein Effekt negiert bis zum Ende des Zuges. Und wenn ein Monster spezial beschworen wird, das Level 5 oder höher ist, dann wird sein Effekt auch negiert bis zum Ende der Runde. Aber es wird auch noch verbannt, wenn es das Spielfeld verlässt. Und wenn keine Klee-Karte auf dem Feld ist, dann wird die Karte halt zerstört. Das ist echt ein interessanter Effekt. Vor allem der zweite Effekt. Ich bin ja Shadow-Spieler und da sehe ich sofort, dass die Karte mich fisten wird. Aber im Allgemeinen weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt stärker ist als Skill Drain. Also wir werden es sehen. Dann die letzte Common ist Zen Mayday. Wie einige von euch wissen, war Windup einer meiner Lieblingsdecks. Und ich habe mich echt auf Support gefreut, aber die Karte ist echt scheiße. Einfach nur Müll. Dann kommen wir zu den Rares. Das Set hat 20 Rares. Die erste ist Dance Princess of the Necros. Die erste Necloth-Karte, die wir bekommen. Das Deck ist ja übergehypt. Aber ich habe gehört, die spielt man bisher noch nicht. Also allerhöchstens einmal. Aber schadet nicht, sie sich ranzuholen. Dann kommen wir zu einer unserer Lieblingskarten aus dem Set. Corki Maglu Overload. Ist halt neuer Support für
rocks done. Sein Effekt ist echt gut. Und zwar in jedem Zug, egal ob dein oder dem vom Gegner, kannst du ihn halt opfern und eine Beschwörung vom Gegner negieren. Das hat dem Deck halt echt noch gefehlt. Die konnten bisher Zauber, Fallen und Monstereffekte negieren. Und jetzt halt auch Spezialbeschwörungen. Echt gut für das Deck und ein Deckprofile wird auf jeden Fall davon folgen. Dann Dragoons of Draconia. Zwei interessante Sachen, und zwar die erste ist, dass es die Promokarte ist und der ist halt nur rare in dem Set. Das ist neu und interessant. Das zweite ist halt sein Effekt an sich. So ein Normalmonster 1-8, Beast Warrior. Searchbar mit Tanky halt. Und da hat er noch einen Pendel-Effekt. Armor pro Runde, wenn ein Normalmonster, das du kontrollierst, ein gegnerisches Monster im Kampf zerstört hat, kannst du nach der Damage Calculation ein Level 4 oder höher Normalmonster von deinem Deck auf die Hand suchen. Ist halt endlich mal so ein Normalmonster-Support. Und dann habe ich auch online ein paar Builds gesehen, die so Normalmonster-Pendulum-Spam sind. Ist echt eine schlechte Karte. Vor allem dann irgendwann in der Zukunft, wenn mal alle Decks irgendwie pendeln und nicht nur Clifford alleine, dann könnte die vielleicht gespielt werden. Die nächste Karte ist wieder eine Supportkarte für ein älteres Themendeck, und zwar Xsaber, Gotham's Second Call. Wenn du ein Xsaber Synchro-Monster kontrollierst, kannst du zwei Xsaber-Monster aus deinem Friedhof specialen und ihre Beschwörungsbedingungen ignorieren. Wüsste jetzt nicht, auf was das zutreffen würde. Aber ihre ATK werden halt zu Null und sie werden in der Endphase zerstört. Man kann nur ein Gotham's Second Call pro Runde aktivieren und man hat keine Battle Phase in der Runde. Echt geil zu sehen, wie so ältere Decks wieder ein bisschen Support bekommen. Die Karte scheint nicht schlecht zu sein. Also zwei Monster Special kann eigentlich nie schlecht sein, also mal schauen. Die letzte von den Rare Karten ist die Necroth Ritual Zauberkarte. Necroth Cycle. Ja, gute Karte, gutes Deck. Dann kommen wir zu den Super Rares. 14 Super Rares in dem Set. Was man erwähnen sollte, ist halt, dass einen Monat danach in den Special Editions alle Super Rares reprinted werden. Also sollte man jetzt keine von den Super Rares jetzt überteuert sich irgendwie ranholen, weil die eh alle reprinted werden. Die erste Super Rare, die ganz interessant ist, ist Jinzo Jector. Sein Effekt ist, der Name von ihm wird zu Jinzo auf dem Feld und im Graveyard. Man kann ihn opfern und ein Jinzo-Monster aus dem Deck auf die Hand nehmen, außer ihn selbst, und dann sich alle gesetzten Karten vom Gegner anschauen. Und für jede Fallenkarte, die dadurch gezeigt wird, kann man ein Jinzo-Monster aus der Hand specialen. Also ziemlich starke Karte, finde ich. Also er ist Searcher und Specialer in einem. Ziemlich gut. Und Jinzo, früher sehr mächtig, ab und zu wird er immer noch gesided, also könnte vielleicht was werden mit dem. Dann die nächste Super ist Lightning Rod Lord oder auch Onigaigeki. Solange er auf dem Feld ist, kann kein Spieler Zauberkarten in der Main Phase 1 aktivieren. Erinnert ein ganz klein wenig an Code Wave. Ist halt in derselben Kategorie wie Denko Seka jetzt. Also auf jeden Fall Potenzial. Vor allem halt gegen Decks, die sehr spellabhängig sind. Ist jetzt halt nur Super Rare, also im Gegensatz zu Denko Seka würde ich jetzt nicht glauben, dass das irgendwie sehr stark steigen wird, halt sehr stark teuer wird. Da kann man sich auf jeden Fall ranholen. Dann haben wir den Skilled Blue Magician. Der kann zwar gar nichts, aber ist halt cool. Oldschool Erinnerungen kommen dann wieder mit Skilled White and Dark Magician. Für alle Spieler von früher erinnern sich sicher dran. Deswegen wollte ich ihn einfach mal erwähnen. Dann die nächste Karte ist ein Clifford Monster. Das sagt schon alles, also wird gefragt sein. Die letzte Karte ist die Burning Abyss Ritualkarte, die halt übermächtig ist. Das wird wahrscheinlich die gefragteste Super Rare sein. Wenn ihr die besorgen könnt, tut das. Dann kommen wir zu den Ultra Rares aus dem Set. 10 Ultra Rares in dem Set. Die erste brauchbare ist Clifford Stealth. Die hat einen sehr starken Effekt und wird wahrscheinlich sehr gefragt sein. Auch sehr teuer sein, weil Clifford und Ultra Rare und guter Effekt, also halte dein Auge offen für die. Die nächste Karte ist wieder eine Clifford-Karte. A. Pro Clifford Skybase. Das ist einer der wenigen Nicht-Pendulum-Clifford-Monster. Effekt ist, du kannst ihn beschwören, indem du drei Klee-Monster opferst. Und er ist halt von allem unberührt, so wie Killer. Mit einem eingebauten Überläufer-Effekt. Ich weiß jetzt nicht, ob man den spielt oder halt Killer. Beziehungsweise Tower, wie auch immer da ist. Oder keins von beiden. Aber er wird sicher ein bisschen was gehen, falls ihr ihn gezogen habt und verkaufen wollt oder so.
Dann haben wir Kaios die Mega Monarch. Der erste Mega Monarch, der gut ist, sag ich mal. Sein Effekt ist, wenn ein Tribut summoned wurde, kannst du eine Karte auf dem Feld wählen und sie banishen. 2000 Schaden machen, so wie Kaios. Und sein ergänzender Effekt ist, wenn es ein Dark Monster war, werden alle Kopien dieser Karte aus dem Main Deck, Extra Deck und Friedhof verbannt. Und wenn du ein Dark Monster für ihn opferst, kannst du sogar zwei Karten wählen. So wie gesagt, der erste der Mega Monarch, der richtig gut ist. Dann haben wir Satella Knight Constella Diamond. Er ist, glaube ich, der einzige Grund, wieso Satella Knight überhaupt noch spielbar ist. Ohne ihn wäre das Deck komplett nutzlos. So, sein Effekt ist, während deiner Main Phase 2 kannst du ihn beschwören, indem du ein Teller Knight XYZ Monster als Material benutzt, also einfach auf einen drauflegst, außer auf ihn selber. Und solange dieses Monster XYZ Material hier hat, kein Spieler kann Karten vom Deck auf den Friedhof senden und alle Karten, die vom Friedhof auf die Hand zurückgetan werden, werden stattdessen gebanished. Das tötet halt Shadow und Burning Abyss. Man kann halt nicht mehr millen und für Shadow Fusion nicht mehr aus dem Deck senden. Das blockiert auch, keine Ahnung, Lightsworn oder so oder Plant oder sowas. Halt Decks, die millen müssen. Und der andere Effekt blockiert halt zum Beispiel Dante. Falls Dante stirbt und der Gegner sich was zurück auf die Hand holen will. Oder halt auch wieder Shadow, wenn ein Fusionsmonster stirbt, um sich dann die Fusion wieder zurück auf die Hand zu holen. Das geht dann auch nicht mehr. Also der fickt halt ganz allein Shadow. Dann hat er noch einen Effekt. Und zwar kannst du ihn in jedem Zug ein Material abhängen lassen und den Effekt eines Dark Monsters negieren und dann zerstören. Also richtig Hammer die Karte. Als nächstes haben wir Sky Cavalry Centauria. Ein Level 2 XYZ Monster ohne Bedingung, also kann man immer beschwören. Es kann nicht zerstört werden im Kampf, solange es Materialien hat. Und nachdem es gekämpft hat, kannst du ein Material abhängen und das Monster wird, also das gegnerische Monster wird zurück auf die Hand getan. Das ist eine gute Karte, weil Level 2 bisher vernachlässigt wurde und das ist halt eine offensive Karte und bisher gab es halt eher nur defensive Level 2er, so wie Gachi Gachi. Dann die letzte Ultra Rare ist Swordsman of Revealing Light. Der hat echt einen interessanten Effekt. Und zwar kannst du ihn speziell beschwören von der Hand, wenn dein Gegner direkt angreift. Und dann kannst du das Monster zerstören. Falls die Defense von dem Schwertkämpfer größer ist als die ATK von dem angreifenden Monster. Sein zweiter Effekt ist, dass falls er für die Beschwörung eines XYZ Monsters benutzt wird, kriegt das Monster den Effekt, dass es einmal pro Runde nicht durch Kampf zerstört werden kann. Tja, wo kann man den spielen? Und zwar kann man ihn in einem meiner Lieblingsdecks spielen, und zwar Creator Dark World. Anstelle von Gods oder jetzt Tragödie, wo die nicht mehr so gut kommt. Hat halt die perfekten Werte dafür, Level 8. Licht kann man das Deck halt mit BLS vielleicht spielen. Und Level 8 immer Creator und Gruffer halt exceeden. Und er kann Angriffe stoppen und Monster zerstören, was dem Deck halt richtig fehlt, weil es halt nur Schutz spielt. Also echt ideale Karte für Creator Dark World. Dann kommen wir zum Schluss zu den Secret Rares. 8 Secret Rares hat das Deck. Die erste ist Infernoid Ronunku. Ich habe ein Review zu den Infernoids gemacht, könnt ihr mal reinschauen. Wie gesagt, relativ gutes Monster, aber ich weiß nicht, ob das Themendeck jetzt so spielbar sein wird. Dann haben wir Clifford Monolith. Der Effekt ist jetzt okay, würde ich sagen. Mein Clifford tributet jetzt nicht so viel. Aber das Gute, was ich an der Karte finde, ist halt, dass es ein neues Target für die Zauberkarte ist. Die Searcher-Zauberkarte da. Das macht das Deck halt noch konstanter, weil man dann die Zauberkarte nicht mehr so oft tot zieht. Ja, Clifford Secret Rare, also wird auf jeden Fall ein bisschen was gehen. Dann als nächstes haben wir eine Cross of Gungnir. Die wird auf jeden Fall auch sehr gefragt sein, weil das Deck einfach so gehypt ist. Dann die neue Fusion für Shadow, die Ausrüstung. Sehr enttäuschender Effekt, aber wird vielleicht einmal gespielt, also muss jetzt nicht unbedingt totaler Crap sein. Als nächstes haben wir den neuen Pot, Pot of Riches. Das ist meiner Meinung nach eine echte Potenzialkarte. Die Karte sollte man sich auf jeden Fall anholen und bunkern. Echt so ein Kandidat, der könnte in ein paar Jahren an die 100 Euro gehen oder sowas, weil irgendwann halt Pendulum-Monster das Spiel bestimmen und jedes Deck einfach nur pendelt und dann wird die Karte halt wie ein Topf der Gier sein. Auf jeden Fall anholen. Jetzt haben wir eine interessante Karte mit einem interessanten Namen. A Wild Monster Appears. Ihr Effekt ist, dass wenn der Gegner ein Monster kontrolliert und du nicht, kannst du ein Monster von deiner Hand specialen, das Level 10 oder weniger hat und dabei die Beschwörungsbedingungen ignorieren. Das ist halt unberührt von allen Karteneffekten.
außer seinen eigenen und halt dieser Karte. Und das Monster wird dann in der Endphase des Gegners zurück ins Deck gemischt. Also klingt sehr interessant, ich wüsste jetzt nicht wofür, aber es ermöglicht auf jeden Fall neue Optionen. Also sehr verrückte Decks könnte man damit kreieren, keine Ahnung, die zum Beispiel so auf Combo aufgebaut sind, könnte man halt damit spielen. Fallen jetzt halt nur so dumme Beispiele ein wie Torwächter und Valkyrie und der Magnetkrieger oder so. Bestimmt irgendeine Combo, die man raushauen kann. Dann als nächstes haben wir noch eine Potenzialkarte meiner Meinung nach. So eine Falle. Wenn du kein Special Summoned Monster kontrollierst, kannst du ein Monster der Stufe 4, das normal gesammelt wurde, opfern und zwei Karten ziehen. Du kannst in dem Zug, in dem du die aktivierst, keine Special Summons mehr machen. Also erinnert an eine Mischung aus Pot of Duality und Card KD. Solche Karten sind immer gut. Ich auf jeden Fall ein Auge auf die Karte behalten. Die letzte Karte ist der Burning Abyss Ritual Typ. Ich weiß gerade seinen Effekt nicht, aber ich weiß, dass er relativ schlecht ist. Ich weiß nicht, ob er gespielt wird. Ich habe öfters gelesen, dass er so schlecht ist, dass man sich überlegt, nur die Ritual-Zauberkarte zu spielen und ihn halt gar nicht. Aber wir werden sehen. Also auf jeden Fall eher enttäuschend. Zusammen mit der Shadow-Fusion beide die enttäuschendsten Secret Rares aus dem Set. Ja Leute, das war das Review. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wie immer, liken, subscriben und kommentieren. Schaut auf unsere anderen Videos und ciao.